Frau Meier, bevor Sie die Bestellung für die Bleistifte abschicken, möchte ich gerne bitte noch mal drüber sehen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist aber immerhin besser. Chef, ich habe da mal eine Frage. Alles muss man selber machen. Vielleicht haben Sie schon mal solche Situationen erlebt. Was Micromanagement in Ihrem Unternehmen und mit Ihrer Gesundheit anrichtet und wie man Micromanagement vermeidet, ohne die Kontrolle über die vereinbarten Ziele zu verlieren, das erkläre ich in diesem Video. Was bezeichnet man eigentlich als Micromanagement? Nun, es gibt keine wirklich eindeutige Definition dafür, aber es gibt Verhaltensweisen, die in der Beziehung von Vorgesetzten und Mitarbeitern, die man als Micromanagement wirklich bezeichnet. Und ich möchte mal so ein paar Symptome vielleicht schildern, teilweise an Dingen, die ich auch selbst erlebt habe im Rahmen meiner Beratungspraxis. Und da wollen wir uns mal anschauen, was können denn dieses Micromanagement wirklich sein? Erstes Symptom, wenn sich der Vorgesetzte um Aufgaben kümmert, für die er aufgrund seiner Rolle eigentlich nicht zuständig ist. Dazu also eine wahre Geschichte. Ein Schreinereibetrieb mit rund 35 Mitarbeitern in einem Gewerbegebiet hat Probleme mit seinem Router. Also die Verbindung quasi zum Internet ist öfter mal unterbrochen. Und die Lösung, damit der Router wieder fehlerfrei läuft, ist, er wird kurz, der Stecker aus der Steckdose raus, vom Stromnetz getrennt, wird rein, dann fährt der Router wieder hoch, alles läuft bestens über mehrere Stunden und irgendwann fällt er halt wieder aus. Wer hat die Aufgabe Ihrer Meinung nach übernommen? Tag für Tag, jeden Morgen, vielleicht auch jeden Abend. Na, wer war's? Der Geschäftsführer war's, weil er als erster morgens um 6 Uhr im Betrieb war. Anderes Beispiel. Wenn der Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs mit mehr als 10 Mitarbeitern, in dem Fall war es jetzt eine Glaserei, selbst immer mit auf Montage fährt, weil sonst alles schief geht oder weil er das Aufmaß macht, weil sonst nur Fehler passieren, dann kümmert er sich um Aufgaben, die eigentlich nicht seiner Rolle entsprechen. Er arbeitet zwar im Unternehmen als eine sehr, sehr gute Fachkraft, aber er arbeitet nicht am Unternehmen, wie er es als Geschäftsführer und vor allem auch Gesellschafter des Unternehmens wirklich tun sollte. Zweites Symptom. Wer sehr kleinteilig jeden Arbeitsschritt vorgibt und versucht, jeden Schritt zu überwachen und zu kontrollieren, ist sehr anfällig für das Thema Micromanagement. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dabei um einen Micromanager handelt, ist relativ hoch. Setzen Sie mich doch bitte bei allen E-Mails mit auf CC. Haben wir sicherlich schon mal irgendwo gehört in unserem Rahmen unserer Berufslaufbahn. Bevor die Antwort rausgeht, möchte ich nochmal drüber sehen. Hier fehlt ein Komma, bitte korrigieren Sie den Brief und legen Sie ihn wieder vor. Hier ist die Guideline für den Bestellprozess von Bleistiften. Bitte vergessen Sie nicht, mir noch die 3 Angebote vorzulegen. Das sind typische Verhaltensweisen, die Micromanager an den Tag legen, weil sie versuchen, alles wirklich bis ins Kleinste zu kontrollieren und vorzugeben. Und Symptom Nummer 3, das ist das, was ich eigentlich am meisten beobachtet habe, sie predigen zu ihrem Team, zu ihren Mitarbeitern, statt zu lehren. Also wenn etwas schief geht, dann gibt es wirklich danach den Anschiss oder die Moralpredigt, wie man es hätte anders machen müssen und dies und jenes und warum konnte das passieren und das müsste man doch wissen und das hätte man doch erwarten können und du bist doch ausgebildeter Glaser oder gelernter Maler oder Buchhändler oder was auch immer. Ja, aber Fehler passieren trotzdem. Und dann ist die Frage, wie viel Zeit wurde denn in das Anlernen, Ausbilden und vor allem Vertiefen und Einüben verwendet? Hat sich die Führungskraft wirklich die Zeit genommen, ein klares Ziel zu definieren, mit dem Team gemeinsam einen Prozess als Standard zu erarbeiten und diesen wirklich auch einzuüben, solange bis er wirkliche Routine geworden ist? Wie äußert sich eigentlich Micromanagement in Ihrem Unternehmen oder was haben Sie bis jetzt in Ihrer beruflichen Laufbahn so erlebt? Da bin ich echt gespannt drauf. Schreiben Sie es doch bitte mal in die Kommentare rein. Es würde mich sehr interessieren, wie Sie das so erlebt haben. Und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann bleiben Sie auch jederzeit informiert, wenn wir neue Videos entsprechend veröffentlichen, wo wir auch auf solche Themen nochmal vertiefter eingehen. Was sind eigentlich Auswirkungen von dem Thema Micromanagement? Also ständige Kontrolle und Überwachung sind natürlich extrem demotivierend. Keiner möchte sich wirklich irgendwie ständig über die Schulter schauen lassen und ständig irgendwelche Anweisungen bekommen, wie man jetzt was Kleinstteiliges zu tun hätte.
Also wir sind ja nicht mehr in einer Eltern-Kind-Beziehung, wobei Kind hier in dem Fall wirklich frühestes Kinderalter ist und nicht irgendwie ein erwachsen werdendes Kind kurz vorm 18. Geburtstag. Also diese Eltern-Kind-Verhaltensweisen sind natürlich im professionellen Umgang in einem Unternehmen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern völlig deplatziert. Das demotiviert wirklich die Mitarbeiter. Und je enger die Freiräume werden, desto mehr sinkt auch die Arbeitsmoral und damit das Engagement für die Extrameile. Also die Bereitschaft, sich wirklich zu engagieren und über das normale Maß hinaus vielleicht auch mal wirklich einen Bonus zu bringen mit irgendwas, wird sehr, sehr schwer werden. Chef, ich habe da mal eine Frage. Das wird die unweigerliche Folge sein. Wenn Sie alles kleinsteiligst vorgeben, wenn Sie ständig das Haar in der Suppe suchen, wenn Sie ständig Dinge wiederholen lassen, weil es Ihren Ansprüchen nicht genügt hat, ohne klare Vorgaben zu machen, wie es denn sein muss und wie der Prozess auch wirklich dazu aussieht, dann wird es passieren, dass Ihre Mitarbeiter zu unmündigen Befehlsempfängern werden und dann bei jeder Kleinigkeit bei Ihnen im Büro stehen, Sie aus jeder Tätigkeit herausreißen und so lange warten, bis auch von Ihnen eine Antwort kommt. Notwendigerweise werden dann Durchlaufzeiten Ihrer Prozesse und die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens massiv reduziert, denn es hängt ja alles an Ihnen. Das verlangsamt natürlich die Abläufe enorm und auch bei Ihnen stapeln sich dann früher oder später sämtliche Aufgaben bis unter die Zimmerdecke, weil schließlich müssen Sie ja neben Ihren ureigensten Aufgaben als Führungskraft auch die Probleme und Aufgaben der Mitarbeiter lösen. Das heißt, Sie bekommen zwar jetzt nur ein Gehalt, aber Sie dürfen die Arbeit von mehreren machen. Das ist eine Situation, die sicherlich ungut ist. Sollte man ändern. Und einer der wesentlichen Punkte ist auch nach einer Phase von massiven Überstundenaufbaus bei Ihnen als Führungskraft und damit verbundener Hetze, Druck, Stress, Schlafdefizit, gehen Sie mit großen Schritten in Richtung Burnout. Und wenn Sie der Körper das Signal sendet, er kann nicht mehr und Sie es ein Stück weit auch ignorieren und trotzdem so weitermachen, wird sich der Körper irgendwann rächen und Sie einfach aus dem Spiel rausnehmen. Und zwar so rausnehmen, dass Sie nicht mehr zurückkehren. Überlegen Sie sich das gut, ob das wirklich wert ist. Ihre Mitarbeiter auf der anderen Seite geraten in eine Demotivations- und Frustrationsspirale. Also entweder machen Sie nur noch Dienst nach Vorschrift, Sie sind ständig krank oder Sie kündigen gleich. Wobei kündigen gleich vielleicht sogar noch die fairste Lösung ist, dann weiß man wenigstens, wie man dran ist. Nämlich, dass der Kunde oder der Mitarbeiter sich geweigert hat, hier weiterzuarbeiten. Mitarbeiter, die nur Dienst nach Vorschrift machen, sind das Schlimmste. Letztendlich sieht ja alles schön aus, aber die wahren Ursachen erkennen sie nicht wirklich und die wahren Probleme auch nicht. Und übrigens noch ein Punkt zum Nachdenken. Mitarbeiter kündigen nie einem Unternehmen, sondern Mitarbeiter kündigen immer einer Führungskraft. Reflektieren Sie mal darüber nach, an was es liegen könnte, wenn in bestimmten Teams Ihres Unternehmens vielleicht eine besonders hohe Fluktuationsrate vorhanden ist. Eine wesentlich weitere schlechte Auswirkung ist natürlich auch von Micromanagement, es gibt kein positives Lernen aus Fehlern, weil dieses von der Führungskraft erfolgreich unterbunden wird. Es wird ja alles vorgegeben, es wird ja alles ständig nur vorgelegt und damit entfällt auch das positive Lernen aus Fehlern. Das hat man auch in der Psychologie festgestellt. Kleinkinder, die sogenannte Helikoptereltern haben, die also alles vorgeben, die alles behüten, die alles versuchen irgendwie zu managen für ihre Kinder, machen nicht die notwendigen Fehler, um daraus zu lernen und daraus die eigenen Schlüsse zu machen, um sich selbst zu entwickeln. Denn aus Fehlern lernen, das ist einer der wesentlichsten Entwicklungstreiber, die die Menschheit bis jetzt gesehen hat. Menschheitsgeschichtlich war das der Schlüssel dafür, dass wir uns so entwickeln konnten, wie wir uns entwickelt haben. Was sind jetzt Ursachen für das Thema Micromanagement? Also dieses Missverhältnis zwischen Delegation von Aufgaben, angemessenen Berichtswesen und notwendigen gegenseitigen Vertrauen. Also was steckt da dahinter? Zum einen haben wir die fehlende Fähigkeit zur Delegation von Aufgaben, dass man wirklich als Führungskraft bestimmte Aufgaben an den Mitarbeiter delegiert und wenn dieser zurückkommt, und das kann man immer so schön vergleichen mit so einem kleinen Affen auf der Schulter und er versucht, ihnen diesen Affen zurückzugeben, dann nehmen die meisten Führungskräfte diesen Affen einfach an und machen die Aufgabe dann eben selbst. Statt dass sich weigern, diesen Affen auf der Schulter entgegenzunehmen und zu sagen, nein, bitte erarbeiten Sie doch Lösungsvorschläge für ein bestimmtes Problem. Ich diskutiere sie gerne mit Ihnen. Wir können gemeinsam festlegen, was die geeignetste Variante erscheint. Aber Sie kommen bitte mit Lösungsvorschlägen, wenn Sie an einer bestimmten Stelle hängen bleiben. Auf der anderen Seite ist ein überbordender Perfektionismus einer Führungskraft natürlich auch eine der Ursachen für Micromanagement, weil wenn man es dem Chef nie recht machen kann, dann soll er es doch gleich selber machen.
Also da muss man auch sich als Führungskraft an der eigenen Nase fassen und sagen, was kann ich denn noch tolerieren? Was sind Dinge, die vielleicht jetzt nicht schön sind, aber uns auch nicht umbringen, die man vielleicht beim nächsten Mal vermeiden kann? Man kann darauf hinweisen, aber ich muss jetzt nicht unbedingt zwangsweise sofort eingreifen. Gibt es ein gegenseitiges Misstrauen oder gibt es die entsprechende Vertrauensbasis, dass Führungskraft und Mitarbeiter wirklich sagen können, auch ohne proaktives, ständiges Überwachen und Rückmelden, also die beiden Seiten, Führungskraft überwacht, Mitarbeiter meldet zurück, kann man trotzdem seine Prozessziele erreichen und kann man auch entsprechend dann die Ziele eben, die man erreicht hat oder den Ist-Zustand entsprechend dann eben reporten in den entsprechenden Berichten. Gibt es dafür auch ein Forum, wo man sowas hier austauschen kann? Wie funktioniert das? Und damit sind wir beim letzten Punkt, unangemessene Berichterstattung als eine der weiteren Ursachen. Wenn ein Mitarbeiter nicht wirklich faktengerecht kommuniziert zu seiner Führungskraft und sich quasi nie meldet oder unter dem Radar fliegt, ja, woher soll denn die Führungskraft wissen, ob alles glatt läuft oder auch nicht? Und dann gibt es eben diese Spirale, die kommt dann eben auch oft in den Gang, dass es dann mehr Kontrolle gibt, mehr Rückfragen an den Mitarbeiter, der fühlt sich gegängelt und so weiter und so fort. Warum gibt es aber jetzt diese Verhaltensweisen, die zum Micromanagement führen und die diese Ursachen letztendlich befördern, die ich gerade genannt habe? Auf der einen Seite ist es mal der Druck der Führungskraft, die vielleicht selbst einen Chef hat, Rechenschaft ablegen zu müssen über bestimmte Dinge. Also wenn der Chef schon ein Micromanager ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vorgesetzte ein Micromanager wird, relativ hoch, weil er muss ja genauso alles im Detail vorlegen und alles im Detail genau erklären und rechtfertigen. Auch das Gefühl, nicht genug Informationen zu erhalten von den Mitarbeitern und damit eben vielleicht außerhalb des eigenen Kontrollraums auf einmal zu sehen und unerwartete und böse Überraschungen zu erleben. Das ist auch eine mit dieser Ursachen und Gründe, warum es zu solchen Verhaltensweisen kippt. Und oft genug gab es eben schon Vorfälle, wo das Vertrauen der Führungskraft von irgendeinem Mitarbeiter, vielleicht nicht von diesem, sondern von irgendeinem im Rahmen seiner bisherigen Berufslaufbahn wirklich enttäuscht worden ist. Und das hat dann dazu geführt, entsprechend genau hinzuschauen und eben diesen Kontrollwahn auch ein Stück weit zu entwickeln. Genauso auch und das ist positiv gemeint, die Führungskraft möchte wirklich unterstützen und möchte in einer engen Zusammenarbeit gemeinsam mit den Mitarbeitern etwas weiterentwickeln, wird aber dann von den Mitarbeitern als Micromanagement empfunden und aufgefasst, obwohl eigentlich gute Intentionen dahinter gestanden waren, um wirklich Hilfe anzubieten. Auch da muss man miteinander das Gespräch suchen, um zu schauen, wie kann ich denn entsprechend diese Wahrnehmungen ausgleichen, dass es eben nicht so gemeint war, wie es eben vielleicht ankam. Also das Sender-Empfänger-Problem aus der Kommunikationstheorie ist hier halt oft auch ein Thema, was man sich mal entsprechend anschauen sollte. Wie kommt man jetzt aus dieser Spirale? Wie kommt man aus dieser Spirale des Micromanagement wirklich heraus? Aus Sicht der Führungskraft, vereinbaren Sie doch mit Ihrem Team klare Ziele, die ein Prozess erreichen muss. Und damit sind wir wieder bei dem Thema Prozessmanagement und Prozessziele. Wenn jedem Mitarbeiter klar ist, was zu leisten ist, dann kann man sich auch selbst kontrollieren, ohne kontrolliert zu werden, ob ich denn eigentlich auf dem richtigen Weg bin, diese Erwartungshaltung entsprechend zu erfüllen. Es geht also um das, was ist zu tun und wie viel ist zu tun, aber nicht um das, wie ist das zu tun. Also die genaue Vorgabe, wie etwas zu tun ist, im kleinsten Detail ist natürlich da absolut hinderlich. Und dieses Wie ist etwas zu tun, ist bitte nicht zu verwechseln mit klaren Prozessen und Prozessstandards. Also investieren Sie als Führungskraft durchaus in Prozessstandards. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema, was ist ein Standard? Da hat mir eine sehr, sehr gute Definition gefallen. Ein Standard ist die derzeit beste bekannte Vorgehensweise für eine gelingsichere Ausführung. Das öffnet die Tür ganz weit für Verbesserungen durch die Mitarbeiter. Denn es ist die derzeit beste Vorgehensweise. Das heißt, es kann in der Zukunft bessere geben. Es ist die derzeit beste bekannte. Vielleicht können wir durch Forschung und Innovation eine Vorgehensweise finden, die eben sehr viel leistungsfähiger ist als das, was wir jetzt tun. Und gelingsichere Ausführung heißt, das Prozessziel wird auch wirklich erreicht und nicht nur aus Zufall oder mal so, sondern es gibt eine klare Qualitätsanforderung, eine Spezifikation an den Prozess, was dieser zu leisten hat und damit bekommen wir es auch entsprechend hin.
Vereinbaren Sie also Handlungsspielräume, in denen der Mitarbeiter frei agieren kann im Rahmen dieses Prozessstandards. Also wie diese kleinen Schritte entsprechend auszuführen sind, lassen Sie das System arbeiten, aber geben Sie es als Führungskraft nicht wirklich vor. Und vereinbaren Sie feste Zeitpunkte, um eben über den Fortgang und die Zielerreichung wirklich informiert zu werden. Da bieten sich zum Beispiel so kurze Morgenmeetings an, der klassische Tagesstart, dass man sagt, was haben wir denn geschafft, was steht heute an. Gibt es bestimmte Punkte, wo ich Hilfe brauche? Die dauern nicht länger als eine Viertelstunde, aber dieses am Morgen sich kurz austauschen drüber reicht völlig aus und Sie müssen nicht jeden Tag immer dreimal um den Schreibtisch vom Mitarbeiter rumschleichen und ihm über die Schultern schauen. Wie kommt man aus der Spirale des Micromanagement heraus aus Sicht der Mitarbeiter? Was kann denn der Mitarbeiter mit dazu tun, wenn er das Gefühl hat, hey, mein Chef ist ein Micromanager, wie können wir denn das angehen? Fordern Sie doch als Mitarbeiter klare Prozesse und klare Prozessziele im Rahmen Ihrer Arbeit ein, dass Sie sich gemeinsam mit dem Team in einem nächsten Meeting vorbereiten und sagen, hey Chef, wie wäre es denn, wenn wir für das Thema Angebot erstellen zum Beispiel mal genau einen Prozess uns überlegen, was denn da zu tun ist, was denn auch dann wirklich die Qualitätskriterien sind, dass das Angebot wirklich ein valides und gutes Angebot ist im Sinne des Unternehmens und was gibt es denn da für Handlungsspielräume, damit wir ohne Rückfragen in diesem Prozess einfach diesen durchführen können. Beteiligen Sie sich als Mitarbeiter aktiv an dieser Prozessgestaltung, das, was ich gerade meinte, aber halten Sie sich anschließend strikt an das, was Sie gemeinsam vereinbart haben. Wenn Sie sich auf einen Prozess einigen, dann halten Sie sich bitte dran. Weil wenn Sie sich gemeinsam als Team mit Ihrer Führungskraft einen Prozess erarbeiten und dann halten Sie sich nicht dran, gibt es wieder den Grund für die Kontrolle, warum ist das so? Und wehe dem Ihnen passiert dann ein Fehler. Dann kommt genau wieder dieses, warum haben Sie dich nicht? Also, gestalten Sie mit, aber danach halten Sie sich an die entsprechenden Vereinbarungen. Informieren Sie in den Meetings faktenbasiert und ohne Rechtfertigung. Das heißt wirklich, wir haben so und so viele Angebote gestern geschrieben, so und so viele Angebote wurden zu Aufträgen, so und so viele Angebote wurden von den Kunden abgelehnt. Aber nicht, ich war nicht gut drauf und deswegen konnte ich nur 2 schreiben, statt nur vielleicht 4. Also keine Rechtfertigungsgründe, sondern wenn ein Prozess seine Ziele nicht erreicht, dann bieten Sie eben bei Missgeschicken oder fehlender Zielerreichung die aktive Unterstützung zur Aufarbeitung und der künftigen Vermeidung an. Dann ist der Prozess nicht gut eingerichtet gewesen. Aber bitte entemotionalisieren Sie es und nehmen Sie es aus Ihrer persönlichen... Man muss es entpersonalisieren. Der Prozess läuft nicht gut und darüber muss man entsprechend diskutieren und auch dann gemeinsam nach Lösungen suchen. Aber nicht Frau Meier oder Herr Schmidt wären daran schuld, dass irgendwas nicht funktioniert. Und haben Sie ein Stück weit vielleicht auch Verständnis für die Tatsache, dass auch der Micromanager, sprich Ihr Vorgesetzter, unter massivem Druck steht oder stehen kann. Das bedeutet letztendlich, wenn Sie wissen, dass Ihr Vorgesetzter es ihm genauso geht, wie es vielleicht Ihnen geht, dann ist es deutlich leichter, eine Situation, die nicht so sonderlich schön ist, wirklich zu ertragen. Und jetzt würde mich sehr interessieren, schreiben Sie mal in die Kommentare rein, wie Sie dieses Video fanden, ob diese Tipps Ihnen wirklich geholfen haben und probiert es doch mal aus. Ich bin sehr, sehr gespannt darüber, was Sie uns vielleicht zurückmelden. Wir würden gerne auch auf die Kommentare eingehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.